So Leute, der Vex hier und willkommen zurück zur Demo von Resident Evil 6. Diesmal werde ich den Abschnitt von Jake spielen, oder Jake, ich weiß gar nicht, ob er Jake heißt, werden wir gleich sehen. Mein Bruder meinte, dass der auch ziemlich gut ist. So, Szenario. Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mal wieder das Kabel von meinem Mikrofon ausstecke. Wäre nicht das erste Mal. So, Jake. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Jake Sherry. Okay. Na, dann spiele ich mal mit Jake. So, alles klar und Spiel starten. Ja, diesmal ohne Cam. Einfach mal, um zu wissen, ob... Ja, nee, was heißt um zu wissen? Ich habe einfach gerade keine Lust, mit Cam aufzunehmen. 24. Dezember 2012. Also Weihnachten. Das, was er da gerade gepfiffen hat, das kam mir ziemlich bekannt vor. Wieso bin ich mir fast sicher, dass das irgendwie ein Infizierter ist? Ganz sicher bin ich mir da doch nicht mehr. Was zur Hölle? Irgendeine Wirkung bei dir? Soll so eine Art Energieschub auslösen, aber bisher merke ich nicht. Also, mal unter uns. Wir hätten mehr Geld verlangen sollen. Wow! Vollidiot. Seht für mir. Ich bin sicher, dass das nicht im Vertrag stand. Aber es lässt sich alles neu fahren. Alter, ich klappe sie aus. Wow. Wer zur Hölle ist Jake? Ich habe noch nie das von Jake gehört. Haben Sie Ihre Dosis genommen? Ja. Wenn du auch einen Schuss willst, musst du dich unten anmelden. Kann ich aber nicht empfehlen. Kein Zweifel. Sie haben die Antikörper. Vielen Dank. Moment mal, was? Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Welt, Jake Mueller. Und da gibt's schon ein bisschen mehr. Ich mich aber selbst. Sehr gut. Sehr gut. Und wer ist das? Was verloren? Nur das Gleichgewicht. Alles okay. Sherry Birkin, vereinigt. Ja, schön für dich, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Kommst du? Nach ihnen. So. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jake ist. Aber ich finde ihn jetzt schon ziemlich cool. Ja. Ich werde übrigens auch doch den Teil von Chris nochmal spielen. Denn ich will schließlich jeden Abschnitt spielen. Okay. Achso, ich habe eine Waffe. Schön zu wissen. Weil er im Intro keine Waffe hatte, dachte ich, er hat jetzt auch keine Waffe. So, okay. Oh fuck! Was für das? Der mutiert. Das gefällt mir nicht. Ey, ekelhaft. Steh mal wieder auf. Danke. Okay. Alles klar. Ich habe alles unter Kontrolle. Bruder meint auch, dass das hier der härteste Abschnitt ist. Stirb. Oh fuck. Das sieht aus nach einer Vollmutation. Gefällt mir schon mal nicht. Ich werde so gleich mal belangen müssen. Ah, okay. Wunderbar. Dann komm mal. Sherry? Ich glaube nicht. Doch, Sherry. Doch, Sherry hieß er.
Wir scheinen auch so ein krasser Übermensch zu sein, wenn wir immerhin Antikörper haben. Alter, was ist das denn? Massenmörder oder was? Okay, das bringt reichlich wenig, wenn ich das hier... Oh, obwohl. Oh yeah! Warum seine schießen die uns einfach an? Ich versteh's nicht. Egal, gehen wir einfach mal hoch. Ich denke mal, von oben kann man die besser abschießen. Wo ist eigentlich Sherry? Die haben wir da unten ein. Was soll das? Achso. Ja. LOL, Alter, was geht denn bei dem ab? Ja, die haben wir da unten im Strich gelassen. Holy! The fuck is dead? Ah, okay. Ja, spielen wir einfach mal runter. Geht ja schnell. Fuck, die ist am Sterben. Sherry, sie ist auf. Ach so. Natürlich. Wir hätten sie uns so abwechselnd aufmachen können. Alter, what the fuck? Was ist das denn? Ey. What? Alter. Scheiße. Was geht ab? In your face. Hä, was da? Hallo? Muss reichen, ne? Alter, das Teil hält aus. Das ist ja unmenschlich. Ach, shit. Okay, das war's mit dem. Ja, ist das gut, oder? Schön. Okay. Ich habe gerade voll wenig Übersicht. Oh, shit. Wo? Alter. Will, dass ich hier schon wieder konfrontiert werde. Stirb doch einfach. Ach, sehr gut. Ich bin auf die falsche Taste. So. Ich bin aufs Fressbrett. So. Bitch. So. Okay, was haben wir hier? Jetzt haben wir aber endlich Ruhe. So. Was gibt's denn hier? Oh, oder wir hätten das schon längst öffnen können. Wesen Korb tritt. Voll episch. Riecht nach Tod. Wie in Edonia. Riecht nach noch nicht tot genug. Was? Ernsthaft? Gleich so viele? What the? Ja, sie steht daneben und macht gar nichts. Sehr gut. Oh, wo kommt der denn jetzt? Ernsthaft? Scheiße, ernsthaft? Warum habe ich so viele Waffen und warum weiß ich jetzt davon? Oh ne, er mutiert, scheiße. Stirb! Stirb! Okay, Fehlmutation. Was haben wir denn noch so für Waffen? Alter, Alter, was geht denn? Oh, okay, ja, wir sind so gut wie tot. Werden wir nicht aufpassen. Wie nice. Okay. Er ist hier unser, er ist hier also unser Waffenexperte. Oh, fuck. Ach nö, jetzt hilf mir doch, du Blöde. So. Na dann. Die Stelle gefällt mir jetzt schon viel besser als der Abschnitt. Wow.
von Chris, der zwar auch sehr actionreich war wie der hier jetzt, aber hier ist die Atmosphäre eindeutig düsterer. Nicht nur, weil es hier auch dunkel ist. Im Gegensatz zu dem Abschnitt von Chris, der alles andere als dunkel ist. Auch wenn der hier sehr dunkel ist. Zu dunkel, sodass man gar nichts mehr sieht. Schön gemacht, Spiel. So. Und da wären wir auch schon. Das Let's Play von mir wird es übrigens auch spätestens am 2.10. geben. Ich habe es mir schon vorgestellt. Autsch. Ja, das war... Ah, oh, fuck. Das war ja klar. Ich bin der Übermensch. Natürlich bin ich okay. So. Noch wer? Wieso steht der wieder auf? Oh, oh shit. Oh, fuck. Was zur... Oh, nö. Alter, was zur... Du bist nicht nett. Dafür bekommst du auf die Fresse. So. Ja, erwischt. Und du auch. Oh, oh, diese... Oh, ich mag die Teile überhaupt nicht. Die sind mir so richtig unsympathisch. Und hinter mir schon wieder eins. Ne, oder nicht? Okay, das Teil konnte ich jetzt schnell erledigen. Ich kann drüber springen. Okay, die richtigen halten nun gar nichts aus. Die noch nicht mutiert sind. Ich kann hier gerade sowieso nicht von Mutation und noch nicht Mutation und wer was eingenommen hat und wer nicht unterscheiden. Weil die irgendwie eben alle gleich aussehen. Nur die einen sterben halt total schnell und die anderen eher weniger. Die Demo ist jetzt übrigens auch auf dem Xbox Live Marktplatz verfügbar. Für alle, die keine PS3 haben und es doch nicht bemerkt haben. Wo schießt der denn bitte? Der hat ja mal überhaupt nicht in meine Richtung geschossen. So. Oh, und da kommt so viel raus. Okay, dass das so schnell geht, wenn man auf sie schießt, hätte ich nicht erwartet. Sehr gut. Muss man einfach immer nur genug Munition dabei haben. Oder einfach genug Nerven haben. Hey, woher kommst du denn jetzt, ne? Genug Nerven haben, um die ganze Zeit R1 zu hämmern. Auch wenn die Mini-Attacks echt saugut aussehen. So. Ugh. Der Sound gefällt mir nicht. Komm, lieber ganz schnell hoch. So, ich werde jetzt mal auf Revolver wechseln. Elefantenschlechter. Alles klar. Klingt nach einer Epic-Waffe. Sieht auch ziemlich epic aus. So. Wieder Koop-Action vom Feinsten. Bam. Oh shit. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das sieht gar nicht gut aus. Ein Endboss. Oh, okay. Das war's mit der Demo, beziehungsweise das war's mit dem Abschnitt von Jake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, man sieht sich beim Abschnitt von Chris wieder. Macht's gut und bis dahin.